Yes, yes, yes. Das sind absolut geniale News rund um Granblue Fantasy Relink, die uns vor wenigen Stunden erreicht haben. Live von dem Granblue Festival Event, welches aktuell auf dem japanischen YouTube-Kanal von Granblue ausgestrahlt wird. Part 1 ging knapp über 11 Stunden, Part 2 wird heute Nacht stattfinden und in dem Rahmen präsentieren sie halt ganz viele News rund um ihre ganzen IPs, um alle ihre Games und unter anderem natürlich auch zu Relink. Wenn du dich also auf dieses Game freust, dann bleib auf jeden Fall dran, denn ich habe brandheiße News, die wirklich top aktuell sind. Und wir fangen auch einfach direkt mit dem allerersten Thema an. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich das Wichtigste. Es wird eine kostenlose Demo zu Granblue Fantasy Relink geben. Das sind absolut fantastische Neuigkeiten, die dazu führen werden, dass das Game wirklich von sehr vielen Leuten gekauft wird, die es zwar auf dem Zettel hatten, aber vielleicht Angst hatten, es sich wirklich zu holen. Und die Demo wird sehr viele davon überzeugen können, ob das Game wirklich gut ist, ob es wirklich das halten kann, was es verspricht, oder ob es vielleicht doch nur heiße Luft ist. Die Demo wird im Januar verfügbar sein, also vor dem Release werdet ihr das Spiel noch testen können und euch davon überzeugen. Ich selber werde ebenfalls in die Demo reingehen. Ich werde die Demo live bei mir im Stream spielen, sobald diese released wird. Das genaue Datum ist leider noch nicht bekannt. Es gibt aber einen Anhaltspunkt, würde ich mal behaupten, wann ich vermute, wann sie rauskommt. Das zeige ich euch gleich. Werfen wir mal einen Blick auf den Inhalt der Demo. Man wird einen Teil der Story spielen können. Man wird den Multiplayer-Quest-Modus spielen können. Das ist ja praktisch das Endgame des Spiels, wenn man das Story durch ist, dass man halt auf Quests geht, ähnlich wie beim Monster Hunter. Das kann man im Multiplayer spielen und auch das kann man schon in der Demo machen. Ihr werdet schon mit euren Freunden in der Demo zocken können oder halt wir im Stream gemeinsam. Insgesamt werden 11 der 19 spielbaren Charaktere enthalten sein in der Demo. Das heißt, da wird man sich auch schon einen sehr guten Überblick verschaffen können. Und indem man die Demo spielt, bekommt man auch schon ein paar Belohnungen für die Vollversion. Wie die aussehen, wissen wir nicht. Es könnten aber halt sogar kosmetische Belohnungen sein. Vielleicht irgendwie eine Farbpalette, weil in dem Spiel, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es eine Art von Customization für das Aussehen der Chars und das könnten halt einfach nur Farbpaletten sein, dass dann halt das Aussehen der Charaktere sich ein bisschen verändert. Dann zu einem möglichen Release-Datum der Demo. Ich vermute, es könnte der 11.01. sein. Denn am 11.01. wird eine Pre-Release-Show stattfinden zu Granblue Fantasy Relink. Das ist nichts anderes als ein Stream, wo sie wahrscheinlich nochmal ein paar Informationen droppen, vielleicht nochmal den einen oder anderen neuen Charakter oder sowas und allgemein wahrscheinlich ganz, ganz viel Gameplay, um halt den Hype schon mal aufzubauen. Das Ganze, wie gesagt, findet statt am 11.01. um 19 Uhr, was die japanische Uhrzeit ist. Das wäre bei uns so 11 Uhr vormittags, wenn ich das richtig umgerechnet habe. Also, da werden die meisten von uns arbeiten, aber ich verspreche euch, dass ich euch das Wichtigste daraus definitiv zusammenfassen und in ein Video packen werde oder wir gucken uns das gemeinsam im Stream an oder halt beides, wovon ich halt erstmal ausgehe. Aus meiner Sicht wäre aber halt dieses Datum, wirklich so diese Show, dieser Stream, das perfekte Datum, um zu sagen, ey Leute, ab jetzt ist auch die Demo verfügbar. Deswegen rechne ich einfach mal mit dem 11., vielleicht 12.01., dass die Demo verfügbar sein wird. Und dann hat man noch so circa 2 Wochen bis zum Release des Games, um sich davon zu überzeugen. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Thema aus dem Festival, und zwar einem neuen spielbaren Charakter, Cagliostro. Cagliostro wurde angekündigt, dass sie in der Vollversion des Spiels drin sein wird, also sie wird direkt zum Launch spielbar werden und somit erweitert sie das spielbare Roster der Charaktere. Sie wird ja als Magierin beschrieben. Was man so ein bisschen aus dem Stream entnehmen konnte, war, es ist zumindest das Wort Support gefallen. Also es könnte eine Support-Unit sein, aber finde ich spannend, dass sie das Charakter-Roster immer weiter entwickeln für den Launch. Also ich bin mal gespannt, ob sie zu der Release-Party am 11.01. vielleicht auch noch ein oder zwei neue Charaktere haben. Lassen wir uns mal überraschen. So, bei Cagliostro ist es aber auch nicht geblieben, sondern sie haben uns einen Teaser geschenkt, und zwar zu Zeophon. Zeophon, muss ich sagen, sieht absolut genial aus. Sein Design gefällt mir zu 1000%, dass er Dual-Wield ist, dass er ein Husbando ist. Also wirklich das Design für mich eine 10 von 10. Dann seine Rolle. Er ist der Anführer der Eternals, eine Gruppe von 10 Waffenmeistern. Wow, das klingt absolut insane. Dann halt noch eine kleine Beschreibung zu seinem Kampfstil und was noch viel, viel spannender ist, wird dieser Charakter in der Vollversion drin sein zum Launch oder halt erst später nachgeliefert werden? Und wir sehen ganz unten, Arriving in April 24. Also es wird im April ein Update geben, wo Zeophon ins Spiel kommt. Die Frage wird jetzt natürlich sein, ist er dann für alle spielbar oder muss man ihn sich kaufen? Diese Frage möchte ich euch ganz gerne nach dem nächsten Charakter beantworten. Denn neben Zeophon wurde auch Twayen angekündigt und schon mal geleakt für das April-Update. Sie ist ebenfalls ein Mitglied der Eternals, kämpft mit einem Bogen und wird beschrieben, dass sie sogar fliegen kann und nie ihr Ziel verfehlt. Also wow, auch geniales Design. Man merkt an den Klamotten, dass sie einen ähnlichen Style hat wie Zeophon. Also man sieht, dass die beide irgendwie zusammengehören und dementsprechend passt halt auch die Beschreibung, dass beide den Eternals angehören. Nun zur Frage, wie werden wir diese Charaktere bekommen? Ich gehe da
davon aus, dass es ähnlich sein wird wie Granblue Fantasy vs. Rising. Das ist ein Beat'em-up-Spiel der Granblue Fantasy-Reihe, welches Mitte Dezember, also wirklich diesen Monat, rausgekommen ist. Und dort, habe ich jetzt einfach mal im PSN nachgeschaut, gibt es einen Deluxe-Charakter-Pass Teil 1. Und dieser Pass scheint dafür da zu sein, dass man zukünftig releasede Charaktere automatisch freischaltet. Wenn man diesen Pass nicht hat, dann wird man einzelne Charaktere, denke ich mal, in einer Art von einem Pack höchstwahrscheinlich dann einzeln kaufen können. Der Preis, ich habe keine Ahnung. Es könnten 10, 15, 5 Euro, 5 Euro glaube ich eher nicht. Ich würde irgendwo zwischen 10 und 20 Euro für einen Charakter denken, was halt immer noch sehr viel günstiger ist als in jeglichem Gacha-Game da draußen. Bestätigt ist dies jedoch nicht, zumindest habe ich diese Information nicht. Von daher, vielleicht interpretiere ich da auch nur etwas hinein und das ist falsch. Also bitte rennt jetzt nicht raus und sagt, das wird definitiv so sein, sondern es könnte so sein, weil sie es bei ihrem neuesten Game aus diesem Monat genauso machen. Also gehe ich einfach mal davon aus, dass es in Granblue Fantasy Relink genauso sein wird. Insgesamt finde ich es aber schon mal spannend, dass sie auch nach dem Launch des Spiels es in irgendeiner Art und Weise weiterentwickeln. Ich bin gespannt, ob es nur in Form von neuen Charakteren sein wird oder dadurch, dass es ja dieses ganze Quest- und Boss-System gibt, ob es auch neuen Content zu clearen geben wird, weil sonst wäre es langweilig, wenn du nach 2-3 Monaten das Spiel komplett eigentlich schon durch hast, alle Quests gespielt hast. Was für ein Anreiz hättest du, neue Charaktere zu kaufen? Aus meiner Sicht eigentlich gar keinen. Von daher kann ich es mir eigentlich nur so erklären, dass sie eigentlich das Spiel auch, ja, wahrscheinlich weiterentwickeln in Form von neuen Quests, die dazu kommen, damit du halt irgendwie auch die neuen Charaktere dann in neuem Content spielen kannst. Aber warten wir mal ab. Dann mal weiter im Text, denn das war noch lange nicht alles. Es wurden 3 neue Bösewichte angekündigt, denn man kannte ja schon von der Homepage Eid oder ID, ich denke, er heißt Eid. Und die Homepage wurde nun erweitert um 3 weitere Einträge, die halt auch während des Festivals präsentiert wurden. Und zwar Galanza, Lilith und Maliel. Zu allen 3 wurde auch Gameplay gezeigt von ihren Bossfights, wie man diese bekämpft. Und die sehen schon sehr imposant aus und gehen halt wirklich in so eine richtig schöne Bosskampfatmosphäre rein. Viele AOEs, man wird dodgen müssen, die Gegner sind mal irgendwie in der Luft und beschießen uns einfach nur mit ganz, ganz vielen Angriffen, denen man sauber ausweichen muss, um halt den Kampf nicht zu verlieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich persönlich sieht das absolut insane aus und ich freue mich einfach nur, dieses Game zu spielen. Neben den 3 Bossen wurden auch die 4 Primal Beasts vorgestellt und ebenfalls in Form von Gameplay präsentiert. Wir haben schon einiges von diesem Gameplay auch schon in einigen Trailern gesehen. Hier hatte ich das Gefühl, dass das alles nochmal so ein bisschen detaillierter halt einfach zur Schau gestellt wurde. Tolles Gameplay, tolle Bossfights. Ich bin gespannt, ob die Primal Beasts nur innerhalb der Story vorkommen werden, dass es so gesehen der Mainplot ist, dass zum Beispiel die Bösen die Primal Beasts benutzen wollen oder sie vielleicht erwecken wollen, um die Erde zu zerstören oder Welt zu zerstören, was auch immer, und wir sie davon abhalten müssen, aber irgendwie sind die ja alle am Leben und wir bekämpfen sie, also keine Ahnung. Oder ob sie halt auch dann mit dem Endgame-Content zu tun haben, wenn man sie im Endgame-Content vielleicht in einer etwas schwereren Version oder sowas bekämpfen müssen. Auch dort, ich habe Lust. Insgesamt wurde nochmal auf den Umfang dieses Action-RPGs hingewiesen während des Festivals, dass es halt aus einer Main-Story, aus diesem Quest-System, was ja so gesehen dieses Multiplayer-System ist, und Charakter-Progression besteht. Die Main-Story soll ja um die 20 Stunden gehen, laut der Entwickler, und danach geht man in diesen Multiplayer-Quest-Endgame-Modus über, wo man halt mit bis zu 3 anderen Spielern, also insgesamt 4 Spieler, gleichzeitig in Koop-Missionen starten kann. Es soll über 100 dieser Quests geben, das heißt, eigentlich müsste man genug Content für eine gewisse Zeit haben, weil ich auch denke, dass man die Quests nicht einfach nach und nach abarbeitet, sondern gegebenenfalls Quests halt auch wiederholen muss, um an gewisse Mats zu kommen, damit man sich Gear und Waffen craften kann. Nochmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde diese News absolut big. Alleine die Ankündigung, dass wir eine Demo bekommen, finde ich grandios, sodass wir einfach mal gemeinsam schon mal an das Spiel reingucken können, dass ihr euch selbst davon überzeugen könnt, ob es gut ist und das auch nur ohne irgendeinen Euro auszugeben. Das ist für mich wirklich ein big, big win. Ebenso einfach nur der Fakt, dass es auch nach Release neue Charaktere geben wird, die sie uns zur Verfügung stellen, unabhängig jetzt erstmal davon, ob wir sie uns dann werden kaufen können, wovon ich ausgehe, oder ob sie halt permanent ins Spiel kommen, was ich eher nicht denke. Das macht bei mir einfach nur die Hoffnung, dass sie halt auch über einen größeren Zeitraum das Game vielleicht sogar wirklich mit neuem Content befüttern, nur um dafür zu
sorgen, dass die Leute, die jetzt von Tag 1 spielen, die alles durchgespielt haben, dann halt immer noch Bock haben, das Game ebenfalls mit diesen neuen Charakteren anzugehen, weil sie neue Missionen dazu kriegen. Aber wie es sein wird, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wenn ja, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für alle weiteren News rund um Granblue Fantasy und schaut auf jeden Fall bei mir in den Streams vorbei, wenn ihr mal ein bisschen Lust auf gemeinsame Granblue Fantasy Relink Action habt. Bis dahin verbleibe ich auf jeden Fall mit der alles entscheidenden Frage. Do you wanna fall?